Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute das Halbfinale dieses Vorbereitungsturniers. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Halbfinale in diesem Vorbereitungsturnier. Und dann wollen wir doch mal schauen, wer den Einzug ins Endspiel schafft. Ich glaube, ja, wir haben beide bisher mit guten Auftritten beim Turnier erlebt. Und so wollen beide natürlich auch wieder auftrumpfen. Juan Jordan. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Kurze Einschätzung zu ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute. Und damit haben sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen. Aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Rafael Leao. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Juan Jordan. Jetzt der Ballverlust. Rafael Leao. Marcos Lopez. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Tolles Zuspiel. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Ecke in die Mitte. Da schießt er. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf. Da müssen sie das Tor schon machen. Yadier Samaseku. Henrichs. Rafael Leao. Juan Jordan. Gute Aktion. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen sie aufpassen. Und er ist nicht drin, das war ein knappes Ding. Varela. Marcos Lopez. Yadier Samaseku. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da können Sie klären. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Der Konter sah gut aus, aber am Ende kam da doch kein Tor dabei herum. Ja, aber Wolf, da werden und müssen Sie sich ärgern. Da müssen Sie mehr rausmachen. Henrichs. Juan Jordan. Yadier Samaseku. Sie verlieren den Ball. Ja, könnte was werden. Der Ballverlust. Rafael Leao. Marcos Lopez fängt diesen Ball ab. Macht er gut. Da kommt der Pass. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Ballverlust. Was macht er draus? Ja, guter Pass. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Es ist Halbfinalzeit und das merkt man auch. Hier sind sie alle so ein bisschen nervös. Der eine mehr, der andere weniger. Aber kalt lässt diese Partie niemanden.
Ja, und das geht uns ja auch so, Wolf, hier auf der Kommentatorentribüne. Auch hier wird mitgefiebert. Das ist natürlich schon ein klasse Spiel. Es geht um so viel. Ein Sieg noch, dann bist du im Finale. Da merkst du selbst den... Ja, mit viel Übersicht. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Barella. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Super Pass. Ja, energischer Vorstoß. Und jetzt der Schuss. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnurzig. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Diadie Samaseku. Barella. Rafael Leao. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Chance für eine Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt der Ballverlust. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Kahn Eihahn. Kann er was draus machen? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Hier nochmal der Treffer von eben. Da hat er Platz und zieht ab. Ein klasse Treffer. Da verlieren sie den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Wieder so ein klasse Pass. Auch dieser Ball. Schöner Pass. Klasse Pass. Versucht es per Lupfer. Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer. Und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen. Barella. Diadie Samaseku. Ja, könnte was werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gefährlich. Gefährliches Anspiel. Der Ball geht an den Pfosten. So, jetzt haben sie erstmal wieder den Ball. Was für eine Szene. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Der Alu-Treffer. Kahn Eihahn. Gute Aktion. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Halbzeit in diesem Halbfinale und sie liegen in Führung. Bisher läuft's gut, aber natürlich dürfen sie auch im zweiten Durchgang nicht eine Sekunde nachlassen. Sevilla mit dem Anstoß. Es geht weiter. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Macht er gut, unaufhaltsam. Hereingabe jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Die Chance jetzt, gute Schusstechnik, knapp vorbei. Barella. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Paulinho. Was macht er draus? Gute Aktion jetzt. Hereingabe. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend.
Erstaunlich, dass sie hier nur knapp führen, aber sie schaffen es einfach nicht, mehr aus ihren Chancen zu machen. Sie lassen viel zu viel liegen und das kann sich noch rächen. Druck ist im Moment enorm hoch, da verlieren sie den Ball. Ihn zieht es nach Tottenham, der Transfer. Guter Versuch. Tolle Parade, da muss er sich ganz weit strecken. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Oliver Torres. Rafael Leao. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Die Defensive steht. Varela. Rafael Leao ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Guter Pass. Oliver Torres. Diadier Samaseku. Rafael Leao. Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Ballverlust. Jetzt können sie vielleicht kontern. Szene immer noch gefährlich. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Oliver Torres. Ronny Lopez. Defensiv machen sie es gut. So langsam wird es gefährlich. Weg ist der Ball. Marcells. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. Paulinho. Wird das eine Torchance? Macht er gut. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Varela. Rafael Leao. Marcos Lopez. Da haben sie jetzt den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Diadier Samaseku. Oliver Torres. Jetzt hat er den Ball wieder. Rafael Leao. Varela. Jetzt wird's gefährlich. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Gefährlich. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Was macht er draus? Immer noch diese Szene. Schussversuch. Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Ja, sah gut aus, was Sie da gemacht haben. Das können Sie, das haben Sie drauf. Auswechslung. Mal sehen, ob Sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen Sie hinten. Oliver Torres. Henrichs. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Oliver Torres. Kann er was draus machen? Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Oliver Torres. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Da kommt die Flanke.
Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gute Aktion. Klasse Flanke. Ja, gut gemacht bei diesem. Junge, war das knapp. Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Ballverlust. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Sieht gefährlich aus. Pass kommt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Henrichs. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kahn Eihar. Sie verlieren den Ball. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ronny Lopez. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Paulinho. Da verlieren sie den Ball. Es gibt Freistoß Sevilla. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Gratulation von hier oben zum Finaleinzug. Jetzt können Sie das ganz große Ding schaffen.